Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Es pisst wieder mal. Ja, dann nimm den scheiß Kaffee. Da ist nix. So, da gibt es scheinbar einiges zum Ernten. Na, Ich hasse diese Steuerung. Kriegt man das wieder? Nein, passt. Dann sind sie jetzt weg. Ja, ich bin gerade ein bisschen schlecht drauf. Ich hatte gerade ein äußerst unangenehmes Gespräch mit der Post. Also, falls irgendjemand was bestellt, einmal schaut, dass sie nicht mit der österreichischen Post liefert, weil das sind einfach... Ja, die inkompetentesten Menschen auf diesem Planeten. Ich meine, muss man sich vorstellen, bestellt man was für Weihnachten, zwei Wochen davor, denkt man sich, ja, kommt sicher rechtzeitig. Ich meine, zwei Wochen wird sich wohl ausgehen, oder? Nein, nicht, wenn es mit der Post kommt. Nachdem nämlich offensichtlich vom Händler an die Post die Türnummer nicht weitergegeben wurde, konnte das nicht zugestellt werden. Das fährt durchs halbe Land, das Paket, damit es dann hier landet. Nur damit der Postler dann sagt, ne, ich weiß leider nicht, welche Türnummer. Ich meine, es gibt vier Türnummern bei uns. Vier. Das ist nicht irgendwie ein Gemeindebau, wo man sagt, ja, da wohnen 50 Leute drinnen. Nee, es sind vier. Und er kommt nicht auf die Idee, dass er sagt, er läutet einfach mal an und fragt nach dem Namen, ob da jemand wohnt, ja. Nein, nein, es geht einfach zurück, ne? Es geht dann halt zurückfahrt, wieder durchs halbe Land, damit es jetzt dann vielleicht doch wieder herkommt, aber halt natürlich für Weihnachten natürlich nicht mehr rechtzeitig. Also da fragt man sich schon, in welcher Welt leben wir eigentlich? In was für einer verkackten, verschissenen Welt leben wir? Ich meine, ganz egal, wo man heutzutage hingeht, heutzutage ist es überall wie auf dem Amt. Es wird 1:1, die Regeln werden 1:1 nach Buchstaben, also Buchstaben genau befolgt, ansonsten, ja, nee, geht nicht. Also wenn irgendwas mit DPT kommt oder DHL oder so, gibt es keine Probleme, da passt immer alles. Aber wenn es mit der Post kommt, kann man sich schon mal auf Probleme einstellen, es gibt immer Probleme mit denen. Absolute Inkompetenz einfach. Grenzenlose Inkompetenz. Also falls das hier jemand von der Post sieht, F-U. F-U. Wirklich. Absolut unglaublich. Also schon allein durch den, nicht nur, dass das Paket viel zu spät dann ankommt, sondern auch einfacher der Aspekt Umweltschutz, ja, man fährt für ein Paket zwei-, dreimal quer durchs ganze Land, ja, einfach so, ne, einfach nur, weil eine Zahl fehlt, weil eine fucking Zahl fehlt, die absolut unwichtig ist, wenn man ein bisschen einen Menschenverstand hat und einfach auf die Idee kommen würde, mal anzuläuten und nachzufragen. Ich meine, ich war sogar zu Hause, ja. Ich hätte einfach bei 1 angeläutet, dann wäre eh gleich richtig gewesen. Und ich gesagt, ja, passt schon, ne? Ist schon da, super, kein Problem, ne? Aber nein! Die liebe österreichische Post. Haltet euch fern von denen, verschickt es mit allen, nur nicht mit denen. Ganz egal, was es ist. Das wird auch irgendwann fertig.
muss man sich halt auf in der letzten Minute für Weihnachten noch was anderes überlegen. Ne? Ich meine, natürlich ist es zum Teil die Schuld vom Händler, weil der halt die Adresse nicht richtig übergeben hat. Aber die Inkompetenz von der Post, das Problem, Unwilligkeit, das Problem zu lösen, ist halt auch unter aller Sau. What the fuck? Wo kommt diese Statue her? Hey, die Kürbisse sind fertig. Und natürlich kein Riesenkürbis dabei. Das gibt heute wieder Geld. Weiß ich gar nicht, kann man aus den Kürbissen sonst noch irgendwas machen oder sind die auch zum einfach nur zum Direktverkauf? Ich meine, es gibt natürlich Kürbiskuchen und solche Sachen, aber lohnt sich das? Keine Ahnung. Oh, wir sind schon voll da oben. Achso, Moment. Kürbisse, brauchen Kürbisse. Und schauen, dass wir das Inventar wieder leer bekommen. Komm schon. Keine Ahnung, wie viel wir eigentlich brauchen. Was war das nochmal? Boah, viel Holz und Kohle. Das wäre es natürlich gut, mehr von denen zu haben, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Ah, Zauberlust zum Ernten. Schon. Schneller. Geh mal. Ah, jetzt. Wir müssen eh noch andere. Wir müssen noch mehr Kürbissamen machen.27. Ich denke mal, das wird noch immer nicht genug sein. Geh rein, da erst.
Schauen wir mal. Das reicht nie. Das reicht ja nie. Das reicht gerade mal für einen Sprinkler. Und da haben wir auch noch eins vergessen. So, dürften jetzt alles sein. Ah. So, was haben wir noch mit? Hoffentlich reicht das. Ich glaube es aber ja nicht. Könnte knapp werden. Nee, das reicht nie. 1, 2, 3, 4, 5 fehlen noch. Mann. Hey, man kann die Kürbisse gar nicht roh essen. Ist wahrscheinlich auch nicht empfehlenswert. Was gepflanzt. Mann, reicht wieder um eins nicht. Ah, die goldenen Kokosnüsse, die kann man beim Schmied knacken lassen. So, aber jetzt noch einmal vier. Lol, jetzt sehe ich nichts mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, sollte alles gepflanzt sein. Oh, wir waren da noch gar nicht drinnen beim Kaffee. Den wir heute gar nicht machen konnten. Und ich schätze mal, morgen ist wieder Preiselbeerernte angesagt. Ah, so ein Schaß. Das würde wohl aus dem Kürbis im Fass werden. Haben wir sie nachgepflanzt? Ich hoffe. Ja, doch haben wir. Kann man wieder nicht verkaufen. Warum? Ich will diese Hühnerstatuen nicht. Was soll ich damit? Na klar, ist da unten was fertig?
Bereits zur Ernte 64. Das sind aber nicht nur die hier, oder? Doch, das sind die hier. Okay. Fast. Das heißt, da unten sind noch keine weiteren Kürbisse fertig. Was aber eh komisch ist. Ich meine, die haben doch eh Wachstumsbeschleuniger gehabt. Sehr interessant. 8x8 ist 64, ne? Ja. Sehr interessant. Komm schon. So. Das ist noch nicht fertig. Willi, was machst du hier? Wir brauchen dich dann zum Fahren. Und auf geht's. So, wie schauen wir hier aus? Ah, oh, es sind einige Sachen fertig. Hey, das sind Blaubeeren. Okay. Und Melonen. Oh, und Ananas. Wow, oh! Cool. Nur noch zwei. Dann geht's wieder etwas weiter. Nur noch eine. Hey. Yes. Wow. Okay. Oh, wir sind ein bisschen voll. Wie soll man denn gießen? Okay, also mit Gießen hat das wohl nichts zu tun. Doch! Alter, was war das? Das hat voll ausgeschaut wie eine Katze. Ah. 12 Stück haben wir. Okay, hier soll es auch an Bäumen was geben. Egal, schauen wir mal zu der Brücke. Achso, ja, wir sind ja voll. Irgendwas zum Weghauen. Waren auch wieder alle möglichen
Qualitätsstufe 20, Alter. Ist das jetzt Mahagoni? Yes, it is. Aber wir sind halt voll, ne? Aber weg mit denen, sind ja nicht so viel wert. So, der Part ist dann auch schon zu Ende. Yep, bitteschön, dankeschön. Also Freunde, wie gesagt, der Part ist auch zu Ende. Ich bedanke mich für das Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!